ihr Lieben, hier sind wieder Claudi und die zwei Timmys und unser Kamischi bei Theater. Wir haben nämlich nochmal eine schöne Geschichte, gell Jungs, ne? Stimmt, die haben wir zusammen ausgesucht, was ganz Besonderes, Buntes. Und die Geschichte heißt, als die Raben noch bunt waren. Das wusste ich gar nicht, dass die mal bunt waren, ihr. So, Timmys, ihr müsst euch mal verabschieden, weil wir müssen jetzt den Theater Spielraum hier freigeben, damit die Kinder die Bilder sehen. Macht's gut, ihr Lieben. So, und wie immer, der Vorhang geht auf zum ersten Bild. Tatsächlich, guckt mal dahin. Als die Raben noch bunt waren. Bin ich mal gespannt. Es gab eine Zeit, da waren die Raben bunt. Geradezu kunterbunt. Manche Raben waren rosa mit violetten Schwanzfedern, andere gelb mit faustgroßen grünen Tupfen, wieder andere hellblau mit zarten orange-roten Streifen. Wir stammen in direkter Linie vom Regenbogen ab, sagten die ältesten Raben stolz und niemand zweifelte daran. Oh, guck mal, tatsächlich mit Tupfen, mit Streifen. Alle möglichen Farben. Oh, guck mal, die Katze, die guckt da unten ach durchs Loch und denkt, ach du lieber Himmel, was ist denn da los? Die sind ja alle so bunt. Oh, das sieht ja toll aus. Ein bunter Rabenbaum. Prächtig sah das aus, wenn sich ein Schwarm Raben im Winter auf einen kahlen Baum niederließ. Wie schön ihr seid, sagt der Eichkater, da sein Rostrot ziemlich langweilig fand. Was, wer, wo, warum, fragt ein Maulwurf, der bekanntlich bei Tageslicht nicht gut sieht. Werde ich auch einmal so schön bunt, fragt ein Spatzenkind und blustert sich gegen den kalten Wind auf. Ist endlich ein Gibru, antwortet die Spatzenmutter verärgert. Da seht ihr es mal. Ach, guck mal, wie toll das aussieht. Herrlich. Und da unten ist noch das Eichhörnchen im Loch. Da ist der Maulwurf, der sieht ja bei Tag nicht gut, der kann das gar nicht sehen, wie schön bunt die alle sind, aber wirklich alle Farben mit Tupfen, kreuz und quer, so weit das Auge reicht. Wunderschön. Angeblich war es ein Schneemann, der jene unselige Frage stellte. Vielleicht war er zornig, weil die Raben immer von seiner Nase naschten. Vielleicht war er neidisch auf ihre Buntheit. Möglicherweise hat er einfach schlecht geträumt. Vom Frühling oder noch schlimmer, von einem sonnigen Sommertag. Jedenfalls, er fragte. Ich persönlich ziehe ja weiß vor, begann er. Trotzdem würde es mich interessieren. Welche Farbe ist für euch eigentlich richtig? Ich meine, wie muss denn wirklich ein echter Rabe aussehen? Er richtete seine Frage an einen blau getupften. Haben wir einen blau getupften? Tatsächlich, ja. Ja, da sieht man den Schneemann. Da haben sie schon die Karotte. Das meint der Schneemann nämlich an seiner Nase angenagt. Und jetzt wird er gefragt, der blau getupfte, welche Farbe habt ihr denn eigentlich? Mal gucken, ob der das überhaupt gewusst hat. Machte der blau getupfte. Das siehst du doch, elegantes Weizengelb mit blauen Tupfen in den Farben des Abendhimmels. Ich lach mich ja kringelig, krächzte ein rosa-grün gestreifter. Ein Rabe hat natürlich Streifen zu haben, am besten kräftiges Nelkenrosa auf Birkenblattgrün. Unsinn, sagte ein anderer. Der Urrabe ist fliederfarben, das weiß doch jedes Piepslingsgesicht. Mir scheint, violett macht blöd, krächzte ein goldgelber mit moosgrünem Bauch. Schaut einfach mich an, dann wisst ihr, wie ein echter, wirklicher, richtiger Rabe ausschaut. Ja, seht ihr, jetzt hat der Schneemann fertiggebracht, dass die sich alle streiten und jeder sagt, dass er der Schönste ist. Guck mal, der rennt sogar mit dem Spiegel rum, weil er sich so toll findet. Und keiner weiß eigentlich, wie die Raben normalerweise wirklich ausschauen, weil jeder findet sich am hübschesten. Tja, so ist das. Alle schimpften empört durcheinander. Ich rede überhaupt nur noch mit meinesgleichen, krächzte einer und entfernte sich mit einem wütenden Flügelschlag.
Es war der rosa Gestreifte. Er flog davon, um andere rosa gestreifte Raben zu finden. Er ist zwar ebenso dumm wie rosa, meinte ein Gelbgetupfter, aber wo er recht hat, hat er recht. Und auch er flog weg, um andere Gelbgetupfte zu finden. Und der große, bunte Schwarm der Raben zerstreute sich, weil jeder war auf der Suche nach den Raben, die genauso getupfelt oder gestreift oder die Farbe hatten wie er selbst. Das hat der Schneemann jetzt genau verzapft. Man sah nur mehr gleichfarbige Raben miteinander ziehen. Gleichgesinnt waren sie deswegen noch lange nicht. Jeder Rabe war eben ein bisschen anders, so wie ihr. Und jeder war davon überzeugt, dass seine persönliche Farbe die einzig richtige war. Geh doch zu den Violetten, wenn der irgendwas nicht passt, konnte man etwa aus einem rosaroten Schwarm hören. Du mit deinen grünen Tupfen, sei mal ganz ruhig, tönte es zurück. Du kannst froh sein, dass dich die rosaroten überhaupt aufgenommen haben. Damals entstand die Redensart, die streiten wie die Raben. Ja, seht ihr? Das sind jetzt irgendwie alle rosa, aber doch alle unterschiedlich, so wie ihr auch. Ja, bis auf Zwillinge oder Drillinge sieht ja auch jeder Mensch anders aus. Ne? So ist das. Es kam noch schlimmer. Nieder mit Flieder, brüllte eines Morgens ein türkisfarbener Rabenschwarm. Die bläulich-grünen stürzten sich auf ihre violetten, lila und fliederfarbenen Artgenossen. Sie hackten erbittert mit den Schnäbeln aufeinander los. Eine Menge bunter Federn blieb auf dem Kampfplatz zurück. Was hältst du von einem Nest ganz in Lila und Türkis? Fragte ein Amseljüngling seine Gefährtin. Schön, aber zu auffällig, entschied sie seufzend und zeigte mit einer Kopfbewegung nach unten. Ein großer grauer Kater stampfte dann nämlich durchs Gras. Seht ihr? Das ist nämlich genau das. Das sieht man dann nämlich natürlich, wenn man da ein rosafarbenes Nest im Baum hat. Das sieht der Kater. Und ihr wisst ja, dass Katzen und Kater sehr wohl auf Bäume können. Und was dann passiert, das wollt ihr gar nicht wissen. Ihr wisst ja, was Katzen gerne fressen. Ich glaube schon. Reden wir mal lieber nicht drüber. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aha. Überall sah man streitende, raufende und kämpfende Rabenschwärme. Krieg der Farben nannten sie das und waren auch noch stolz darauf. Wir kämpfen für Rosa und Recht, hieß der Kampfruf der Rosaroten. Es gilt als erwiesen, echt sind nur die Türkisen, krächzten die bläulich-grünen. Wir lassen nicht locker, ein Rabe ist Ocker, brüllten die Gelblichen im Krächzchören. Dann kam der Regen und es war kein gewöhnlicher Regen. Ja, sie hat Nieder mit Flieder, seht ihr, guck mal, wie die sich da versammeln und die sich streiten, das ist ja schlimm, das ist ja ganz fürchterlich. Und jetzt kommt da ein Regen, ich kann mir fast vorstellen, was da eventuell jetzt passieren könnte. Ich bin mal gespannt. Es tropfte, trommelte und strömte schwarz vom Himmel. Hoffentlich schadet das meinen zarten rosa Haut nicht, sorgte sich das Schwein. Mein schönes Rostrot, sagte der Eichkater, es wird doch wohl keine schwarzen Flecken kriegen. Ein Frosch ganz in Schwarz ist ja arg, ist ja arg, ist ja arg, jammert der Laubfrosch. Nur die Amsel und der Maulwurf blieben ganz gleichgültig und ruhig. Regt euch nicht auf, sagten sie, Schwarz ist eine sehr kleidsame Farbe. Seht ihr, alle haben so Angst, dass sie schwarze Tupfen kriegen oder schwarz werden. Aber natürlich muss sich die Amsel keine Sorgen machen, weil die ist ja schon schwarz, genauso wie der Maulwurf. Dass die sich da natürlich keine Gedanken machen, ist ja klar. Aber ich frage mich jetzt, was könnte denn da mit den Raben passieren? Jetzt sehen wir erst noch was anderes. So plötzlich, wie der Regen begonnen hatte, hörte er auf, auch wieder auf. Besorgt betrachtete jedes Tier sein Spiegelbild. Das Schweinchen war schweinchenrosa geblieben, das Reh rehbraun, das Rotkehlchen rotkehlig, der Feldhase feldgrau und der Laubfrosch zartgrün wie Frühlingslaub. Seht ihr? Die haben sich alle nicht verändert, so wie ich es euch gesagt habe. Die haben alle ihre Farbe behalten. Die Maus guckt auch ihren Schwanz an und denkt, Gott sei Dank ist der noch rosa.
Der Laubfrosch ist glücklich, der sieht sich im Wasser und sieht, dass er noch grün ist. Und alle Tiere, auch der Marienkäfer ist noch rot und hat seine schwarzen Punkte behalten. Jetzt will ich aber doch gern mal wissen, was mit unseren schönen, schönen, bunten Raben passiert ist. Das habe ich mir gedacht. Was sehen wir da? Aber die Raben, es war, als hätte der schwarze Regen nur die streitenden Raben treffen wollen. Da saßen sie jetzt ebenso verdutzt wie schwarz. Es gab kein Rosa, Lila, Grün und Gelb mehr. Keine getupften und keine gestreiften Raben. Sie waren alle so gleich, dass sie Mühe hatten, sich selbst von den anderen zu unterscheiden. Und natürlich wusste keiner mehr, gegen wen er eigentlich kämpfen wollte. Sie waren rabenschwarz und sie blieben rabenschwarz. Guckt mal, die gucken jetzt schon ziemlich verdutzt, die denken, was ist denn hier passiert? Ist ja unmöglich, wir sehen ja alle gleich aus. Tja, da seht ihr mal, wenn man sich zu viel streitet, was da so alles passieren kann. Oder? Nur ein blau-grün-gelber Rab war zur Zeit des schwarzen Regens gerade auf Urlaub im Urwald. Als er zurückkam, fand er seine eigene Familie erst nach langem Suchen und Fragen. »Ist es nicht ein bisschen auffällig, wie du herumfliegst?« fragt ihn seine Schwester nach einiger Zeit verdrießlich. »Ganz recht, zieh dir mal was Ordentliches an«, stimmte ein entfernter Onkel zu. Und da flog der Rabe zurück in den Urwald. Ja, da hat er wohl recht gehabt, weil er hat ja überhaupt nicht verstehen können. Seht ihr, er hat noch ein Fotoapparat dabei und seinen Reisekoffer und kommt da zurück und alles in schwarz. Und hat da gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen, ich will bunt bleiben, ich gehe wieder zurück in den Urwald und da bleibe ich, da gibt es genug bunte Vögel, Papageien, alles, da fühle ich mich wohl. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wie war ja, wenn man sich zu viel streitet, dann können so Sachen passieren. Ne? Ihr Timmys, was meint ihr? Wollt ihr euch noch mal kurz dazu setzen und euch verabschieden? So. Ja, das war die Geschichte von den Raben. Jetzt wisst ihr mal, dass die alle wunderschön waren und jetzt sind sie halt einfach nur noch schwarz. Und ja, und jetzt, wie immer, die Timmys dürfen sitzen bleiben, lassen wir den Vorhang wieder runterfallen, wünschen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und freuen uns, euch wiederzusehen. Bis dann, tschüss!